der grüne Frosch. Lars. Und das bin ich, Roman. Was geht ab, Leute? Wir haben hier wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn wir haben nämlich heute Real oder Fake. Lars wird jetzt die ganze Zeit seine Brille weiterhin tragen und nichts sehen. Und ich werde... Ey, du, keine Ahnung. Ist es eine Marke oder ist es keine Marke? Würdest du sagen, dass du immer herausfinden wirst, wenn es sich um deine Lieblingsmarke handelt? Keine Ahnung. Okay, also ich glaube, ein paar Sachen, die wüsste ich schon. Wie zum Beispiel das Arizona Comic Adventure. Meine werten Damen und Herren, hier ist das Arizona Comic Adventure. Plus nochmal, wir haben unseren Kalender hier schon aufgehängt. Falls ihr euren Kalender noch nicht habt, holt ihn euch jetzt! Unter shop.arizona.de. Habe ich dich recht? Meinst du mich? Ja. Nein. Oh, alles klar. Ich hole dir jetzt erstmal deinen ersten kleinen Snack. Fangen wir an? Ja, wir fangen an. Also, eine Sache davon ist jetzt die Markenware und die andere ist keine Markenware. Was denkst du, was ist es? Keine Ahnung. Okay, gut. Ich glaube, es wird dir gleich auffallen, sobald ich es dir übergeben habe. Kannst du schon riechen? Es riecht auf jeden Fall irgendwie schokoladig. Ja. Machen wir kurz die Markenware auf. So. Also die beiden sind optisch voneinander ganz... Boah, ist das hässlich. Ihr habt jetzt hier die Einblendung, welcher real ist und welcher fake ist, beziehungsweise welcher nicht die Markenware ist. Und ich gebe dir jetzt ein und du probierst jetzt und sagst mir, ob es die Markenware war oder nicht. Hier ist dein erster. Oha, okay, ich weiß, was es auf jeden Fall ist. Ist es so ein Schaumkuss oder ja, so? Ja, genau. Also jetzt musst du überlegen, ob das ein Realer ist. Boah, das ist voll schwer. Hm. Jetzt hast du, okay, iss ihn einfach auf. Du musst ja auch die Waffel probieren. Der Lars hat auch richtig Hunger. Und jetzt kommt der zweite. Der fühlt sich genau gleich an. Echt genau gleich? Riecht auch genau gleich. Es ist definitiv von außen, wenn du drauf guckst, ist tatsächlich ein Unterschied zu sehen. Aber vom Geschmack her, wie sieht es vom Geschmack her aus? Was würdest du sagen? Ich glaube, das ist der echte. Warum? Also warum denkst du das? Weil fühlt sich einfach besser an, ich weiß nicht. Vom Essen her oder vom Anfassen her? Von beidem. Vom Schmecken her sind die ziemlich, ziemlich ähnlich. Mhm. Kurz die Wafel. Genau, probier mal die Waffel. Was? Warum musstest du denn fast würgen? Hab ich mir den Hals gefallen. Ist dir den Hals gefallen? Ich glaube, eins war der Fake. Also du sagst, der erste war... Mann, löse jetzt auf. Ich glaube, der zweite war der echte, weil der knackiger war. Okay, dann mach deine Augenbinde auf. So, das sind die zwei, die wir hier probiert haben. Mhm. Einmal von Ja, die Schokoküsse. Okay. Und die Super Dickmanns. Wenn man sich das genau ansieht, dann hast du einfach hier einen und einen Super Dickmann. Aber die sind fast gleich. Da bemerkst du direkt, da hast du einen Unterschied. Kleiner. Aber die fühlen sich fast identisch an. Aber welcher hat besser geschmeckt? Ich sage, der zweite. Genau. Das war der Super Dickmann! Aber du hast auch am Anfang gesagt gehabt, dass der dann dementsprechend die Markenware ist. Das heißt, du hattest da recht. Und Lars bekommt einen Punkt! Nice! Yeah! Aber mach mal wieder zurück. Boah, das war so süß. Oh, richtig. Du kriegst was Geiles. Okay. Hörst du es vielleicht schon? Sind es, warte. Lass mich raten, sind es Pringles? Alter! Weil, um ganz ehrlich zu sein, ich kenne dieses Geräusch, yeah, wenn das man das auf den Tisch dieses Metallding hier unten, ne? Ich schwöre dir zu 1 Million% dass ich das herausschmecken werde. 100%. Weil Pringles, die schmecke ich. Okay. Die du gerade geöffnet hast, das ist die Fake. Wenn du das sagst. So klingt nämlich nur die Fake. Ach so. Beim Öffnen. Okay. Ja. Also wie gesagt, wir haben hier... Chips. Da hast du jetzt dein erstes Ding. Berühr ein bisschen und dann direkt Schmackofatzen. Okay. Sour Cream Onion. Natürlich. Oh, okay. Das ist geil, ne? Ja, aber... Das war richtig das war, Spaß. Da macht's gleich so bei mir. Ich habe schon eine leichte Tendenz, aber... Okay. Okay. Okay, jetzt bin ich gespannt. Der erste war fake, der zweite war echt. Der zweite war Pringles, 100%. Ja, 100% Pringles. Ja, das ist richtig. Weißt du, woran ich das erkenne? Weil die gefälschten Pringles, die schmecken immer so nach altem Öl. Aber die schmecken richtig lecker. Oh, da kann man sogar eine Xbox gewinnen, ey. Okay. Okay, nice. Du bist. Ich hole als nächstes, zieh du an. Darf ich mir was wünschen? Nein, darfst du nicht. Oh Mann. Kannst du es schon erraten, ne? Ich glaube schon. Oh, guck mal, ich leg's nur auf den Tisch, du weißt doch, was es ist. Es ist Salami auf jeden Fall. Ja, ja, okay. Okay.
Also. Das ist easy game, wirklich. Lars game. Ist der größte Beefy-Fan, den ich jemals gesehen habe. Und jetzt gucken wir, ob du die Marke rausschmeckst, okay? Also. Okay. Ich finde das heraus. Das ist voll nice, Mann. Das macht richtig Spaß. Also, ich hole sie erstmal raus. Ja, Bruder. Hier seht ihr nochmal, welche real ist, welche fake. Und Lars muss es jetzt erkennen. Okay. Also, jetzt kommt die erste. So kennst du sie doch, oder? Ist sie das oder ist sie das nicht? Wie schmeckt sie? Erzähl, was fühlst du da gerade? Diese Kunsthaut ist ziemlich trocken hier drumherum. Okay. Dann riecht es so ein bisschen nach abgegammeltem Fuß. Oh, okay. Bist du nicht ganz sicher, ha? Ist okay. Aber erinnert dich nicht an dein geliebtes Baby? Dazu musst du jetzt das andere probieren. Okay, dann hau die Wurst weg und genieß jetzt erstmal, dann kriegst du die zweite Wurst, dann kannst du entscheiden. Ich geb sie dir schon mal in deine Hand. Das wäre so peinlich, wenn ich das jetzt verkacken würde. Oh mein Gott, die fühlen sich genau gleich an. Die sehen auch fast genau gleich aus. Da fragt sich jetzt, lohnt es sich, zur Alternative zu greifen oder? Ist auf jeden Fall weicher. Okay. Aber vom Gefühl her? Schmeckt irgendwie ein bisschen mehr nach Pups. Bisschen mehr nach Pups. Die schmeckt auch nach weniger. Die schmeckt nach weniger? Mhm. Hä, krass. Oh mein Gott, das wäre jetzt ultra peinlich, wenn ich sage, dass die hier besser schmeckt. Aber nein, die andere ist es. Ist es die andere? Mhm. Die andere ist die echte. Ja. Sagst du das wirklich? Ja. Damit hast du recht. Zwei Punkte. Weil die schmeckt nach weniger irgendwie. Aber bei der originalen Beefy, da hast du tatsächlich 135 Gramm und bei der hier, bei der günstigen Ja-Alternative, hast du 25 Gramm weniger. Aber von den Verpackungen her hast du es nicht erwischt, ne? Nee, da kannst du es nicht erkennen. Das heißt also, du hast jetzt das hier schmeckt Punkt mehr. Das schmeckt einfach nur nach so einem komischen Brei. Bei dieser Hinsicht kann man sagen, Original ist geil. Greifst du zur Markenware. Fall. Alles klar. Gut, gehen wir zur nächsten Runde. Ich bin dran. Ich zieh zu. Hey, das ist das beste Video nach der Burger Challenge letztens, die wir gemacht haben. Mega. Make a skin Burger King. Wir machen jetzt nämlich was zu trinken und zwar haben wir hier. Kann ich es berühren? Einmal die Marke, einmal die Nicht-Marke. Aber ich trinke nicht so oft Eistee. Aber kannst du mir sagen, welche Marke Eistee das ist oder muss ich so herausfinden? Also das ist, Alter, als ob du die Marke herausschmecken kannst. Natürlich kenne ich das. Ah ja, das ist von Fana Lippen. Na, natürlich, kenne ich. Das ist Dings, Produktionsjahr 2019, Oktober, in Tschechien abgefüllt. Leute, seid ihr bereit? So, ich mache dir guten Sip rein. Und jetzt? Also hast du mir jetzt gerade eins gegeben? Das ist das Reale, das hier ist der Fake-O-Mago. Was ist denn das Glas? Also. Okay, jetzt will ich wissen von dir, was ist das? Schmeckt auf jeden Fall nach Eistee. Aha. Ich würde sagen... Aber guter Eistee oder würdest du sagen eher schlecht? Ich würde sagen, der riecht so ein bisschen dünn, aber sehr zuckrig. Okay. Ich würde gerne den anderen probieren. Okay, natürlich, sehr gerne. Was sagst du dazu? Mmh. Erzählen Sie mal. Der hier ist viel aromatischer. Okay, legit. Klar. Der ist aromatischer und der ist nicht so dünn. Der andere schmeckt wie Wasser mit bisschen Aroma und Zucker. Und der hier... Mmh. Der schmeckt nice? Der schmeckt richtig nice. Das ist meine Wahl. Das ist die Marke und das andere ist die billige Alternative. Oha, bist du dir sicher? Willst du gucken? Sicher. 3, 2, 1. Das hier war die 1. Und das war die 2. Echt? Ja. Das heißt also, der hier hat mir viel besser geschmeckt. Der hat besser geschmeckt, ja. Oh, der war richtig lecker. Der Lippen, ne? Der hat wie Wasser geschmeckt. Das war nichts. True. Der schmeckt wirklich nicht so. Ich glaube, da sind mehr Aromen. Ja, aber witzig. Jetzt haben wir die erste Situation, wo wir uns so... Leute, kauft euch auf jeden Fall nicht die Marke hierbei, sondern das Günstige ist dabei, glaube ich, wirklich das Bessere. Guckt euch das an. Guck mal, das ist viel stabiler. Und da ist die ja schwabbelt. Aber krass. Ey, richtig geil. Aber das ist richtig krass. Also richtig nice. Hut ab an dich, dass du dann das andere genommen hast. Runde! Hier. Willst du das hier noch leer machen? Ja, mach ich leer. Okay, ich komme. Irgendwas riecht mir verbrannt. Ich hab ein bisschen was mitgebracht, Mann. Guck mal, riech mal, aber beweg dich nicht. Boah, es ist sauwarm. So, zeig den Leuten mal kurz, was hier abgeht. Ich leg mal hier die Marke gleich davor, damit man das so sehen kann. So.
Und dann haben wir hier nochmal den Fake. Und da lege ich das davor. Das ist der große Unterschied, den du da sehen kannst. Es geht nämlich heute darum, ein Baguette zu essen. Oh, nice. Findest du heraus, welches von diesen beiden Tomate-Mozzarella-Baguettes besser schmeckt oder nicht? Denkst du, du bemerkst es, welches von diesen Baguettes das bessere ist? Nee, also da kenne ich mich halt gar nicht aus. Beefy, yeah, baby, das ist mein Ding. Vor dir, hier. Ah, oh mein Gott. Hast du dich erschrocken? Yeah. Wo ist er? Okay, hier, nimm doch. Da. Hör jetzt auf, gib her! Okay, jetzt musst du probieren. Konsistenz ist ganz schön hart. Also. Sind die verbrannt? Nee, die sind, glaube ich, gut geworden. Was sagst du? Okay, es kann sein, dass die uns vielleicht einen Ticken länger drin waren, aber du kannst trotzdem probieren. Beiß rein, du schaffst es. Bisschen hart. Mhm. Das ist wichtiger, den bisschen ganz schön verbrannt. Nee, nicht so stark verbrannt. Die ist okay, wirklich. Was würdest du sagen so? Ist nice, ja. Aber der Belag ist ziemlich mau. Also du hättest da mehr erwartet. Okay, ich schneide dir mal schon mal die zweite, damit du dir eine Meinung bilden kannst. Okay. Okay. Hier ist der zweite Anschnitt. Interessant, interessant. Kannst du mal probieren. Boah. Das andere hat geiler gerochen. Okay. Also es riecht irgendwie mehr nach Kräutern oder so. Also viel mehr gewürzt irgendwie. Was ist? Das schmeckt gar nicht so geil. Warum nicht? Es schmeckt irgendwie billig. Billig? Schmeckt irgendwie billig, ja. Okay, aber... Also ich vermute, dass das erste das echte war. Du vermutest, dass das erste das echte war, also die Markenware. Und das zweite ist der billige Abklatsch davon. Irgendwie, ja. Dann mach mal deine Augen auf. Du isst gerade dieses hier. Und das erste war das. Oh, gut, okay. Das heißt, tatsächlich hast du zwischen diesen zwei Baguettes... Oh, Würfel? Du hast richtig gewürfelt, ja. Ich schneide mir da auch mal ein kleines Stück vom Arm. Gönjamin! Mhm. Aber man schmeckt das schon raus. Das schmeckt richtig billig. Was nicht zum Empfehlen. Also, ich ziehe dann mal die nächste Brille an. You know what it is. Warte mal, wie viel steht's jetzt? Du hast 3 erraten und ich habe bisher nur 1 erraten. Das heißt, es steht 3-1. Nice. Okay. Du bist ein richtiger Markenfreund, hä? Nee, ich esse auch manchmal den Belo-Kram. Was? Also da weiß ich nicht genau, was, wo der Fakey-Makey-Schmakey ist. Hallo, nicht gucken, er guckt schon wieder mit seinen Glubschaugen. Also ich nehme mal an, dass das hier der Nachmacher ist, weil das war viel günstiger. Und das hier ist dann die Marke, sagen wir einfach. Fakey-Schmakey und Marke Schnake. Ah, ich muss jetzt herausschmecken, was günstiger ist. Genau. So, und dann fangen wir jetzt erstmal natürlich mit etwas an. Du riechst noch nichts. Das riecht man noch nicht, oder? Okay, Digga, keine Ahnung, wie man das macht. Also irgendwie kann man das so... Oh Gott, ich habe Angst, Mann, was ist das? Ah! Hier, nimm's so. Kannst es sozusagen ein bisschen schälen wie eine Banane. Okay. Was ist das denn? Ja, probier's doch. Nach was riecht es denn? Erzähl mal. Hä, was ist das? Was ist das, Mann? Es ist, das ist nichts Schlimmes. Ist das ein Käse? Ja. Oh nein. Aber was ist davon Bellocello? Boah. Ich hab gar keine Ahnung, Mann. Ist okay, das dieser Cheese String? Ja, ja, ja. Ach so. Okay, okay, okay. Du kannst sie sozusagen abziehen an der Seite, ja, genau. Mhm. Aber ich habe die nie richtig gegessen. Du hast aber gesagt, schmeckt du schon erschmeckst nice. Alles. Boah, schmeckt schon nice, aber ist hart. Gib mir mal einen anderen. Ich bin mal gespannt, was du jetzt zu dem hier sagst. Warte mal. Wie heißt denn die andere Marke überhaupt? Cheese Tiger und der andere heißt Cheese String. Not sponsored. Der riecht mehr nach Käse. Der hat für mich nach gar nichts gerochen, tatsächlich. Der riecht ja auch nach gar nichts. Oha. Pass auf. Der erste hat weniger nach Käse geschmeckt. Okay. Und der hier, kann man da überhaupt seitlich abziehen? Ja, yeah, irgendwie so. Das sieht so dumm aus. Okay, hier ist das Abziehergebnis. Aber das sieht viel cooler aus. Ich sage, das ist dieses Tiger und das andere... Sicher? Du weißt, du hast gesagt, das erste hat nach nichts gerochen, ne? Hier ist es. Das hier ist Cheese String. Was hast du da in der Hand? Ich halte den Cheese String hier in der Hand. Und hier halte ich diesen anderen Fake in der Hand. Diesen Tiger. Diesen Tiger. Ja. Willst du es absetzen? Ich setz ab. Nein! Mist, das heißt also, das hier war der Cheese String. Ja. Und das hier war der Tiger. Genau. Die sehen schon ähnlich aus, gell? Ja, übelst. Aber schmeckt total gleich, um ganz ehrlich zu sein. Ja, Mann, du kannst ja eigentlich nichts falsch machen. Das ist alles nur pure Chemie. Nicht schon wieder.
kaufen. Aber das war schwer, ne? Ja. Aber ich wollte, du hast gesagt, du erschmeckst alles, deswegen wollte ich dir einfach nur zeigen, dass du es nicht kannst. Okay. Aber das war trotzdem nice. Hast du gut gemacht. Danke, Mann. Also, warte mal. Es steht jetzt 3 zu 1, ja? Ja. Das kannst du aber noch aufholen, theoretisch. Sieh an. Du kriegst jetzt die Meisterdisziplin. Geh weg. Geh weg. Ich hab voll Angst. Und zwar machen wir jetzt nämlich mal was Neues. Was wirst du trinken? Hier, hör zu. Ah, okay. Ja, gut. Hoffentlich schäumen die jetzt nicht über, gell? Es ist ein Wasser. Es ist ein Wässerchen in schwarz und ultra süß. Allerdings nicht die normale Cola, wie wir sie alle kennen, sondern... Nein, nein, nein. Sugar free. Ohne Zucker kannst du... Alter, sogar aufgefallen. Ja, Mann. Also, du musst jetzt erraten, welche von denen, wenn ich das aufmache, welche die Originale ist und welche die Fälschung, okay? Okay. Ich werde sie neben deinem Ohr aufmachen. Fake. Du musst zuhören. Alter. Okay. Jetzt ist mir ganz schwummrig auf einmal. Okay, jetzt kommt die zweite. Da musst du jetzt auch hinhören. Okay, das war's schon. Okay, ich hab schon. Ich weiß schon. Welche war die Fälschung? Darf ich noch probieren, oder? Nee, also nur vom Zuhören her. Die 1 war die echte. Die 1 war die echte. Ja. Vom Hinhören alleine. Ja. Okay. Das heißt, Lars hat die Echtheit von einer Cola gerade erhört. Mit seinen Ohren. Ich schütte jetzt hier einmal real ein und einmal fake. Also Leute, wir haben hier nochmal real und fake stehen, damit ihr wisst, welche wo ist. Und wir fangen mit der hier an. Oh, was zu trainieren? Nein. Konzentrier dich, Mann. Hat geschmeckt, oder? Okay, jetzt kommt die zweite. Ich nehme dir die wieder weg. Da ich immer als Kind den Billo-Kram trinken musste, boah, das erste hat so hart nach Wasser geschmeckt. Nach Wasser? Ja. Boah, es ist schwer. Ist schwer. Okay, deine Zeit ist vorbei. Jetzt musst du sagen, welche war von der allseits bekannten Coca-Cola Company und welche war einfach nur von ja? Boah, das ist schwer. Was sagst du? Also vom Hören war es das erste, war die echte. Also es ist, war für dich vom Hören her leichter als vom Schmecken. Ja. Okay. Also vom Hören her war es das erste, würde ich sagen. Und vom Geruch her auch. Mhm. Vom Geschmack her. Welche? Die erste oder die zweite? Die erste war so sehr wässrig. Die erste war sehr wässrig, deswegen würde ich sagen, die 1 ist der Fake gewesen und die 2 war das echte. Boah, das ist richtig schwer gewesen. Ich stell dir deine Nummer 1 jetzt direkt vor dein Gesicht und du machst auf. Was? Du hast tatsächlich die Coca-Cola als die wässrige Cola enttarnt. Hä? Und die billige war tatsächlich deine Nummer 1. Also das war schon schwer. Guck da mal rein. Da steht bei der Nährstoffangaben steht nur 0000000 drauf. Und bei der anderen aber auch 0000000. Da ist gar nichts drin. Von nichts ist da irgendwas drin. Was ist da überhaupt drin? Schmeckt auch so, Alter, als ob da nichts drin ist. Naja. Okay, eine Röntchen. Fass nicht die Mayonnaise an! Nein! Es ist die Mayonnaise. Aber weißt du was? Ich habe gewusst, dass du das bei mir machst. Weil ich als Russe und das Mayonnaisenvolk in Russland, ich werde euch alle stolz machen. Mutter, Vater, ich weiß ganz genau, was ihr mögt. Mayonnaise, deswegen essen wir sie jetzt. Also die Marke und die Nicht-Marke, liebe Leute. Ich habe noch nie Marken-Mayonnaise gegessen. Boah, Mist, ich habe den Deckel kaputt gebrochen. Okay, hast du? Ja. Boah, das ist ein bisschen viel sogar. Nimm nur einen kleinen Dings. Oh, das ist ganz schön viel gewesen, Mann. Ja. Ich wüsste aber auch nicht den Unterschied. Ich glaube, das ist die Meisterprüfung. Ja, es ist sehr, sehr fettig. Es hat diesen leichten Essiggeschmack so ein bisschen mit drin. Eine kleine Säure ist mit drin. Man schmeckt die Mayonnaise so, wie ich sie kenne, würde ich circa sagen. Aber ich würde gerne noch die zweite probieren. Okay, was würdest du jetzt sagen? Was ist das? Oha. Das ist auf gar keinen Fall die Mayonnaise, die ich kenne. Ich liebe immer nur die günstige Mayonnaise. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass die erste Mayonnaise die günstige Alternative ist. Und die liebe ich auch. Und die teure war die zweite und die hasse ich. Ist es richtig? Ja.
Ja, Mann! Diese Mayonnaise, ich schwör's euch, Leute, kauft euch niemals diese kleine Mayonnaise. Erstens, 500 Milliliter Mayonnaise. Aber ein halber Liter, ja. Noch mehr Mayonnaise werdet ihr niemals in eurem Leben für dieses Geld für bekommen. Für dieses Geld bekommen, not sponsored. Und das hier, das hat einfach künstlich geschmeckt. Das hat mir gar nicht gefallen. Überhaupt Alter, krass, krass. Und ich bin Mayonnaise-Fan. Ich schwör's dir, durch und durch. Aber das war richtig gut. Ich esse Mayonnaise zum Frühstück. Dadurch bleibe ich gesund und munter. Okay, das war's, glaube ich, gell? Das ist es gewesen. War ein geiles Video. Falls ihr Bock auf noch einen Part habt, liebe Leute, lasst ein Like da. Auf jeden Fall lasst ein Like da. Schaut auf jeden Fall in dem Shop nochmal vorbei. Und malt uns auf jeden Fall viele Fanarts. Sendet sie ein unter fanart@arizoo.de. Wir freuen uns auf eure Fanarts. Ich habe letztens ein cooles Fanart bekommen. Da habe ich auf Instagram was gepostet. Deswegen, Leute, Lars und ich sind auch auf Instagram. Da könnt ihr auch ebenfalls vorbeisehen für coole Bilder, coole Stories. Und wir bedanken uns fürs Zusehen. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Haut rein, Leute. Tschüssi, Nikowski, dem Blubber, dem Boss. Ski.